Moin Leute, Slava hier am Start vom Kanal Sinnlos Nerd. Es gibt kurze, aber sehr interessante und knackige News zu Destiny 2, denn das Gameplay wird schneller werden. Die Schadenskurve wird nach oben gehen. Denn wie Bungie gesagt hat, spielen wir aktuell eine veraltete Version von der Beta. Also wir sind quasi nicht ganz up to date, wie schon Bungie in der Entwicklung voraus ist mit Destiny 2. Sie haben uns quasi nur benötigt, um eine Bestätigung einzufahren der Änderungen, die sie vornehmen wollten. Das heißt, wir werden nicht mehr so wenig Schaden machen, wir werden jetzt deutlich mehr Schaden in Destiny 2 machen. Folglich, was bedeutet das Ganze? Dass das Ganze schneller wird. Aber das bezieht sich jetzt nur auf den PvE. Im PvP möchte man erstmal so alles belassen, wie es ist. Von der Dauer, bis man die Super hat, und von der Zurückgewinnung der Super hat man leider jetzt auch nicht viel gehört bzw. keine Erwähnung gefunden. Was jetzt auch mit den Glitch ist, aktuell gibt es ja einen Unendlichkeits-Super-Glitch mit dem Sentinel, mit dem Arcstrider gibt es einen, und ich glaube, mit der Dawnblade kriegt man das mittlerweile auch hin. Da muss man den Sparrow für nutzen und man kann dadurch quasi unendlich lange seine Super behalten. Dann gibt es noch einen zweiten Glitch in Anführungszeichen, und zwar der bezieht sich mit der exotischen Maschinenpistole Risikoreich, denn diese sorgt ja dafür, wenn ihr Arkusschaden erhaltet, dass ihr unendlich viel schießen könnt. Was aber für mich ein bisschen verwunderlich ist, denn normalerweise sollte ja eigentlich diese Waffe das können, also laut der Perk-Beschreibung. Was sie jetzt damit genau meinen, wie sie das Ganze abändern, vielleicht tun sie eine Cooldown-Zeit hin in quasi das Ding rein, damit das nicht zu krass, zu oft gespammt wird, die Fähigkeit. Oder was ich auch annehmen könnte, ist, dass die Munition nicht aus dem Nichts kommt, die ins Magazin bei Risikoreich reingeht, sondern dass die Munition, die da reingeht, aus der Reserve genommen wird. Zudem gibt es auch ein Feintuning, was die Power-Munition angeht im PvE, denn diese soll viel häufiger droppen. Denn wer kennt es nicht, wer jetzt 2 bis 3 Mal den Strike gespielt hat, sich mit der schweren Munition leer geballert hat, musste leider feststellen, yo, warte, wo ist die schwere Munition, wieso droppt das Ding nicht? Und das wird man jetzt ändern, das Ganze wird hochgeschraubt, genauso wie auch der Granatenschaden, dieser soll erhöht werden, und die Lebenspunkte der hohen Bosse, also quasi der Majors und Ultras, wird ein bisschen angepasst werden, also die sollen nach unten hin sich verlagern. Das erklärt jetzt auch meine Vermutung, warum in der Beta, die uns Bungie vorgestellt hat auf ihrem Livestream, der Endboss so krass schnell runtergegangen ist mit der Dawnblade, während hin das, was wir in der Beta gespielt haben, feststellen mussten, dass der Boss nicht gut einfach nicht sterben wollte. Das wär's jetzt erstmal von den Änderungen, die Bungie uns veröffentlicht hat. Ich bin natürlich auf weitere Änderungen gespannt. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung, was ihr jetzt dazu sagt. Was muss noch getuned werden? Was muss noch verbessert werden? Was fandet ihr jetzt bis jetzt aktuell zu schwach in der Beta? Ich persönlich habe jetzt so ein Augenmerk auf die Scout-Gewehre und die Handfeuerwaffen gehabt, aber da der Schaden ja jetzt erhöht wird, weiß ich nicht, wie im Endeffekt das Ganze ausfällt, aber ich fand die Differenz bis jetzt zu klein zwischen Scout-Gewehr, Handfeuerwaffe und einem normalen Automatikgewehr. Die Schadenskurve war irgendwo sehr identisch zueinander. So, das wär's jetzt wirklich von meiner Stelle. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video. Nerd out!